Jung, fame und fragwürdig, die Rede ist nicht von mir, sondern von einer Influencerin und wir schauen uns an, wie sie ihre Zuschauer hops nimmt. Zuschauerschaft, es ist Sonntag 18 Uhr mit eurem Girl Sascha. Und heute müsst ihr ganz stark sein, denn eine langjährige Freundin von uns ist zurück. Wallah, auf den Tod meines Vaters und ich schwöre bei Gott an Ramadan, nicht die Absicht gehabt. Irgendwelche Menschen zu verletzen. Wiederkehrender Herpes ist nichts gegen sie. Der Fußpilz im Freibad, der auf euch lauert, hat Angst vor ihr. Ich rede von Zara Secret. So viele Menschen, die so hart mit meinem Hack gespielt haben, Fitner gemacht haben. Die Frau, die viel redet, aber wenig zu sagen hat. Die angeblich in der Forbes war, aber verschwiegen hat, dass sie dafür Geld bezahlt hat. Die Frau, die Einstein im Flughafen zitiert. Passt richtig auf. E ist gleich M mal C Quadrat. Okay. Und es scheint so, als ob... Wenn man auf Krampf schlau wirken will, sehr unangenehm. Die weiß wahrscheinlich nicht mal, was die Formel bedeutet, ohne nachzugoogeln. Nie die Lust ausgeht, irgendetwas Neues zu erfinden, was die Leute kaufen sollen. Ob es jetzt beispielsweise die Lust steigern soll oder den Kinderwunsch endlich voranbringen soll oder eben die allerneueste Erfindung Energy Pearls. Jetzt kurz zu den Energy Pearls. Den Namen finde ich übrigens sehr cool. Passt auf, Leute. Ein Produkt, das dein Leben besser machen soll. Irgendwie, keine Ahnung, denn Zara erklärt ja auch nicht, wie es funktioniert. Setzt euch mal mit dem Thema Frequenz. Und wenn ihr in so einer Frequenzmaschine sitzt. Aber was ist dran an der ganzen Sache? Genau das habe ich mich auch gefragt und musste mir deswegen notgedrungen mal wieder sehr, sehr, sehr viel Content von ihr geben. Warum diese Kügelchen so teuer sind. 300 Euro ist ein Witz. Was für eine enorm... 300 Euro für irgendwelche Kügelchen? Was geht ab? Und das Traurige ist, es wird bestimmt den ein oder anderen Zuschauer oder Zuschauerin von ihr geben, die das kaufen wird. Irgendwelche Kügelchen für 300 Euro. Heftige Wirkung sie haben sollen. Keine Heilversprechen euch geben. Ich kann ja euch nicht sagen, damit wurden 80 Krankheiten geheilt oder so angenommen. Ne? Darf ich ja alles nicht sagen. Ist verboten. Und die wichtigste Frage von allen. Ist ja auch richtig, dass das verboten ist. Nicht jeder kann solche Behauptungen in den Raum werfen und sagen, mein Produkt heilt 80 Krankheiten, was am Ende nicht stimmt. Und dann kaufen es Leute mit der Hoffnung, geheilt zu werden. Also ja, mit der Gesundheit von Zuschauern zu spielen, ist schon ekelhaft, falls man so etwas raushaut. Und deswegen ist es auch verboten und gut so. Warum glaubt man jemandem, der in der Vergangenheit durchgehend bei so vielen Sachen gelogen hat? Ich bleib so knallhart und sauber. Das alles seht ihr heute an welchem Tag auch immer mit... Nee, warte mal. Nein, es ist Sonntag 18 Uhr. Das alles seht ihr heute an eurem Lieblingstag der Woche mit eurem Girl Sascha. Ein Kapitel, mit dem ich eigentlich abschließen wollte. Denn diese Frau verfolgt mich seit Jahren. Ich saß hier noch mit einem Knödel auf dem Kopf und habe über sie geredet. Angefangen hat ihre Story bei Leroy, wo sie sich dahingesetzt hat und ihm erzählt hat, dass sie Farben schmecken oder auch hören kann, was auch immer. Und das Ganze gibt es wirklich. Natürlich steht die Frage im Raum, ob sie das wirklich hat, denn Beweise hat sie auch nicht vorgelegt. Sie hat das einfach nur erzählt. Zara, die mit Burger... Ach, sag nicht, die hat das einfach erfunden. Junge, stell dir mal vor, du erfindest eine Krankheit, um es bei Leroy zu erzählen und auf Krampf bekannt zu werden. Wir wissen natürlich nicht, ob es stimmt oder nicht, aber es wäre krass, wenn es erfunden ist. Schließlich sagt Sascha hier, sie hat keine Beweise geliefert. Welchem Namen eigentlich Yusra heißt, hat auch von einem Psychologiestudium erzählt. Also ich habe Psychologie und Management studiert auf 3 Sprachen und arbeite auch in diesem Themenbereich. Was sich im Nachhinein nicht als das klassische Psychologiestudium herausgestellt hat, was ihr kennt. Und dennoch hat sie sich dahingesetzt und behauptet, sie wäre Psychologin. Könnt jetzt als Psychologin wieder jetzt deep in die Sache rein. Was, Bruder? Rein, ja, aber, sag mal einen Satz dazu. Also ich denke mal... Sie machte Werbung. Ja, sag mal einen Satz dazu. Ich denke mal... Einen Krypto-Coach namens Erdem. Wer war das nochmal? Ach ja, der Typ, der Leute abgezogen haben soll. Und es hörte nicht auf. Zara teilte ihren Followern mit, dass der Hersteller, mit dem sie zusammenarbeitet oder zu dem Zeitpunkt zusammengearbeitet hat, mal ein Mittel gegen Krebs hergestellt hat. Das alles soll in dieser Kapsel gewesen sein. Hier sind Kapseln drin, ne?
mit einem ganz besonderen Wirkstoff. Unser Hersteller hat für einen Kunden etwas entwickeln müssen gegen Krebs. Dabei schmiss sie mit Begriffen um sich, die es so nie gegeben hat. Und die schwören auf diese Wunderheilpflanze mit Phytoplankton. Also ich vermute, dass da Phytoplankton gemeint wird. In einer anderen Story instrumentalisierte Zara ihre Mutter dafür, dass diese erzählt hat, dass sie den Krebs besiegt hat, mit unter anderem Supplements wie Vitamin D. Vitamin D war bei mir 4. Das heißt, deine Zellen... Ich will auch Vitamin D rausbringen. Mann, ist das ein Zufall. Ein Shitstorm nach dem anderen folgte, woraufhin sie in... Das ist einfach so ekelhaft, wenn Leute sagen, sie können mit Supplements Krebs heilen. Nur um mehr zu verkaufen. Stellt euch mal vor, wie sich die Betroffenen fühlen müssen, die das vielleicht glauben, ihre Kapseln kaufen und dann nichts passiert. Ja, sehr starke Leistung. Tränen ausbrach, aber diese Tränen konnte man gar nicht sehen, weil sie so einen heftigen Filter auf ihrem Gesicht hatte, dass man gar nichts erkennen konnte. Holt euch eine zweite Meinung, vielleicht schafft ihr es auch ohne die Chemo. Und dann kam eins meiner Favoriten. Zara teilte mit, dass sie mit ihrer Geschäftspartnerin und ihrer Firma in der Forbes sei. Ihre Firma hieß zu diesem Zeitpunkt Maniac Concept. Genau, ich bin die Zara. Heute stehe ich an meinem Maniac-Stand. Daraufhin hieß es dann plötzlich Mania Concept. Oh mein Gott, es ist Black Week bei Mania Concept. Jedenfalls war sie in der Forbes und das stimmte auch. Das, was sie aber nicht erwähnt hat, ist, dass das eine bezahlte Anzeige war. Und das hat mich so ein bisschen gefuchst, weil ich dachte mir, ey, wie kann das eigentlich rechtlich in Ordnung sein, dass sie irgendwelche Bilder mit Forbes photoshoppt und die dann postet und sich dann so darstellt, als ob sie von der Forbes angefragt wurde und die dann hier als erfolgreiche Unternehmerin dann in so einem Business-Magazin ist. Und deswegen habe ich dann der Forbes geschrieben und die haben mir eben mitgeteilt, dass diese Art von Bilder mit diesem Photoshop-Forbes da nicht erlaubt sind. Woraufhin Zara Secret auch ihre Bilder gelöscht hat. Ebenfalls habe ich auch... Sehr, sehr peinlich. Stell euch mal vor, ich photoshoppe Forbes rein. Und am Ende lösche ich den Post wieder, weil ich sonst abgemahnt werde. Ich habe Webseite gesehen, dass so eine bezahlte Anzeige teilweise 15.000 Euro kostet. Und auch da habe ich nachgehakt und mir wurde mitgeteilt, dass es stimmt. Woraufhin ich gesagt habe, dass Zara Secret sich offensichtlich in die Forbes eingekauft hat. Und das fand natürlich viele Leute lustig, weil ihre Außenwirkung zu dem Zeitpunkt so war, dass die Forbes sie gefeatured hat und die sind auf sie zugekommen. Und wow, Zara ist so stolz. Long story short, Zara hat dann diese Beiträge gelöscht. Und nicht nur das, sie hat sich in mehreren Beiträgen, ob in einem Livestream oder in einer Story, darüber aufgeregt, dass das gar nicht stimmen würde und dass die Forbes auch auf sie zugekommen sei und dass sie auch nie im Leben so viel Geld bezahlt haben. Genauso auch mit dem Forbes-Beitrag, da wurde behauptet, wir hätten 15.000 Euro für eine komplette Lüge. Natürlich könnte ich jetzt dagegen vorgehen. Habe ich diese Energie für diese Menschen? Nein. Ich habe keine 15.000 Euro dafür bezahlt. So, ich wurde belästigt im Social Media. Hinter jedem meiner Videos, die nichts mit Forbes zu tun hatten, wurde geschrieben, haha, hast 15.000 Euro für die Forbes bezahlt. Wem glaubt man also in dem Moment eher? Der Forbes, den offiziellen Preisen auf der Webseite, dem E-Mail-Verkehr zwischen uns beiden und offizielle Bestätigung? Naja, warum sie den Post gelöscht hat, darauf geht sie ja komischerweise nicht ein. Dass es so viel Geld kostet. Oder glauben wir Zara Secret, die sich in mehreren Livestreams darüber aufgeregt hat. Wir haben keine 15.000 Euro dafür gezahlt und ja, die Leute reden bis heute noch drüber und ich denke mir in meinem Kopf, ich weiß ja, wie es ist. Ohne aber jemals konkrete Beweise hervorgebracht zu haben. Oh, das ist echt schwierig. Ich würde hier gerne den Telefonjoker nutzen. Die Forbes ist auf uns zugekommen. Die Forbes hat uns angeschrieben und wollte uns in die Forbes reinbringen. Das war so knapp, Mann. Und wieso hat sie dann diesen Forbes-Post auf ihrer Seite dann wieder gelöscht, wenn angeblich die Forbes auf sie zukam und nicht umgekehrt? Mittlerweile wohnt Zara in Dubai und fällt vor allem mit gestelltem Pärchen-Content auf. Ey, gib Jack, Alter. Guck mal, da hinten ist die Forbes mit einem Fixpreis. Echt? Sehe ich nicht. Überzeugt auch mit ihrer neuen Strategie. Energy Pearls. Die Dinger, die dein Wasser angeblich so verändern, sodass du teilweise noch mehr Durst bekommst. Das Wasser mit den Kügelchen seit nicht mal 24 Stunden. Also gestern Abend habe ich erst damit angefangen. Mir ist aufgefallen, dass ich einfach 5 Liter Wasser getrunken habe, ohne es zu merken. Ja, dasselbe klappt auch komischerweise mit solchen Sirup. Beispielsweise von ESN, grüner Apfel oder Melone ist geil, machst ein bisschen in deinem Wasser und auf einmal trinkt man viel mehr, weil das Wasser leckerer schmeckt. Und natürlich ganz ohne Zucker.
lang versuche ich schon viel Wasser zu trinken. Wisst ihr, welches Getränk noch diesen Effekt hat? Cola. Was ist dran? Die Frage stellen sich einige und vor allem, was es mit diesen Energy Pearls auf sich hat. Es sind Glaskugeln, die ihr in Wasser tun sollt und diese Kugeln haben bestimmte Frequenzen gespeichert, die irgendwas machen sollen. Das Thema Frequenzen hat sie schon mal auf ihrem Kanal angesprochen und zwar in diesem Reel. Bei dieser Frequenz findet eine Befreiung von Schuld und Angst statt. Bei dieser Frequenz können Situationen rückgängig gemacht werden und der Wandel wird erleichtert. Situationen rückgängig machen, also das kenne ich nur von... Wenn sie dann geballert wird, ist sie dann wieder nach der Frequenz Jungfrau oder was? Hä? Oder wenn ich jetzt eine Schokotorte fresse und fett werde, kann ich damit Hilfe dieser Frequenz meinen Fressrausch rückgängig machen und werde wieder dünn? Ich bezweifle das. In die Zukunft und da ist das nicht so gut ausgegangen. Aber was will mir Sarah McFly damit sagen? Transformation und Wunder. Was will uns Optimus Sarah mitteilen? Verbindung, Beziehung, Ausdruck, Lösungen. Und Quelle dafür ist natürlich, beim Googlen ist mir dann diese Quelle hier aufgefallen, Buddha Code. Die Frequenzen und Beschreibungen gleichen sich tatsächlich 1:1. Aber was genau sollen jetzt diese Energy Pearls für eine Wirkung haben? Und wie genau soll das Ganze funktionieren? Hierbei lasse ich mal die Pressesprecherin von Maniac. Was steht an meinem Maniac-Stand? Mania. Black Week by Mania Concept. Was auch immer Konzept, mal selber sprechen. Und jetzt überlegt euch mal, man hat es geschafft, diese großen Frequenzmaschinen in diesen Kügelchen zu speichern. Diese Technologie ist einmalig. Die gibt es nirgendwo auf der Welt. Das Wort Wirkung... Und sie hat jetzt diese Technologie erfunden, oder wie muss ich das verstehen? Kann sie nicht mal einen Rundgang machen bei der Herstellung der Kugeln, wie diese Frequenzmaschine aussieht? Oder gibt es die eigentlich? Oder wie funktioniert das? Komisch, dass sie da keine Einblicke in die Produktion gibt. Das würde doch helfen, die Glaubwürdigkeit zu erhöhen. Wird hier ungern gesagt. Das Wort Effekt schon eher, aber so richtig die Wirkung, Effekt, was auch immer, wird gar nicht beschrieben. Denn scheinbar darf sie auch gar nichts dazu sagen. Und obwohl sie das Ganze als Effekt betitelt und das Wort Wirkung vermeidet, rutscht es ihr doch noch in irgendwelchen anderen Stories durch, dass das Wort Wirkung steht. Egal ob Plastik, Glas oder sonst was, solange die Kügelchen drin sind, wirkt es. Allerdings hat die Spiegelung in einer Kanne einen besonders starken Effekt, auf den ich nicht verzichten würde. Wenn ihr jedoch das Wasser umfüllt in Plastik oder Glas und die Kügelchen dementsprechend nicht mehr drin sind, dann verliert es die Wirkung mit der Zeit. Und hier denke ich mir, welche Wirkung, Bro? Verwandelst du dich in einen Super Saiyajin oder was passiert da? Aber welche Wirkung es genau hat, teilt sie auch nicht mit. Die Frau zieht sogar Einstein mit rein. Ist gleich m mal c Quadrat. Das ist eine Frechheit. Ehrlich, das ist eine Frechheit. Sarah's Secret tut wirklich alles, um ihr Produkt an den Mann zu bringen. Alles, außer eine Wirkung wissenschaftlich zu belegen oder wissenschaftlich zu benennen. Selbst wenn sie dafür einen toten Physiker instrumentalisieren muss, am Flughafen. Selbst dafür ist sie sich nicht zu schade. Aber wie realistisch ist denn das Ganze? Energy Pearls, die welche Wirkung auch immer haben, aber einen stolzen Preis von 300 Euro haben. Laut eigenen Angaben auf der Webseite eignen sich die Glasperlen zur schonenden Reinigung, entgraten, glätten, Rautiefen mindern, mattieren Oberflächenfinish und verfestigen. Laut einem anderen Video... Erinnert mich an die ganzen Fertigungsmaschinen im Labor, als ich Maschinenbau studiert habe. ...das Stahlglasperlen sein, da die angegebenen Daten zu dem Zeitpunkt auf der Webseite mit denen von einem Anbieter über Amazon übereinstimmen. Das Ganze wird günstiger vertrieben und hat vor allem einen anderen Zweck. Beispielsweise wird das für die Reinigung oder zur Verdichtung von Oberflächen benutzt. Auf diese Kritik reagiert Sarah heftig und schreibt dafür erstmal dem Heilpraktiker ihres Vertrauens. Der sagt, ja, es geht ja nicht um die Kügelchen, es geht ja um die Frequenzen. Die Glaskügel ist ja nicht, dass wir Glaskügelchen verkaufen. Die Glaskügelchen ist Material, die kosten die 35 Euro, die kosten etwas mehr, weil das medizinische Glaskügelchen sind. Und die Frequenzen, die da drin sind und die Technologie, die die Frequenzen dran macht, das bezahlen die Kunden ja. Aber was hat es denn mit diesen Frequenzen auf sich? Und wie soll das überhaupt funktionieren? Peinlich, wenn man die Beschreibung aus Amazon klaut von diesen Kügelchen.
Aber ich frage mich jetzt immer noch, welche Technologie, mit welcher kriegt man Frequenzen in Kügelchen rein und wie kann man das nachweisen? Was ist der Unterschied zu normalen Kügelchen? Also woher soll der Kunde wissen, ob er jetzt irgendwelche normalen Kügelchen bekommt oder Kügelchen mit Frequenzen? Hä? Dass irgendwelche Glaskügelchen Frequenzen speichern können. Ihr könnt unterschiedliche Frequenzen auf YouTube eingeben und dort kommen stundenlange Videos raus, die hauptsächlich eine beruhigende Wirkung haben sollen. Auf Instagram hat sich Professor Schwurbelstein, der sich öfter mal mit fragwürdigen Theorien aus dem Internet oder von bestimmten Menschen beschäftigt, mit genau diesem Thema von Sarah's Secret befasst. So schreibt er, dass die Idee darauf basiert, dass jeder Organismus bzw. jede Zelle eine eigene Schwingungsfrequenz hat. Wenn diese Frequenz gestört ist, kann es zu Krankheiten oder Beschwerden kommen. Und hierbei sollen diese Frequenzen helfen, die natürliche Frequenz wiederherzustellen und somit Heilung zu fördern. Ist gleich m mal c Quadrat. Die Theorie dahinter besagt, dass auch jede Krankheit oder Beschwerde eine bestimmte Frequenz hat, die durch das Senden von Gegenschwingungen neutralisiert werden kann. Durch die Verwendung von speziellen Geräten können diese Frequenzen ermittelt und gezielt behandelt werden. Ich kann ja euch nicht sagen, damit wurden 80 Krankheiten geheilt oder so angenommen. Ne? Darf ich alles nicht sagen, ist verboten. Krankheiten, die geheilt werden können, auf unterschiedliche Art und Weise. Damit hat uns ja auch schon mal Sarah's Secret in der Vergangenheit konfrontiert. Und obwohl das Produkt noch nicht verschickt wurde, gibt es dennoch schon Rezensionen dazu. Denn obwohl Mania-Konzept die einzigen sind, die das vertreiben und die einzigen sind, die diese krasse Technologie haben und sonst niemand auf dieser Welt verkauft, kannst du diese Kugeln trotzdem bei einem Heilpraktiker namens Dieter in Solingen erwerben. Und man gibt nach kürzester Zeit bereits Bewertungen ab. Nach teilweise 24 Stunden soll man angeblich schon einen krassen Unterschied merken und gesünder sein, als man es in den letzten 6-7 Monaten war. Das Wasser mit den Kügelchen seit nicht mal 24 Stunden, also gestern Abend habe ich erst damit angefangen, seit Monaten leiden. Frauen glauben auch echt alles. Ich glaube, dafür sind wirklich eher Frauen anfällig. Ich kenne wirklich keinen Mann, der dafür jetzt Geld ausgeben würde. Klar, dafür werden Männer auf OnlyFans Hops genommen, ne? Die ganzen Sims. Aber wer kauft Energy-Kugeln? Ich jeden Morgen, wenn ich aufwache, an einem Schmerz in meiner rechten Bauchhälfte, also einen stechenden Schmerz, den ich habe. Und im Laufe des Tages hat sich, als hätte sich da was gelöst. Und das, obwohl Sarah's Secret gesagt hat, dass man doch gerne nach 1 bis 2 Monaten Feedback geben soll. Denn da wird man auf jeden Fall was merken. Wenn ihr die Produkte endlich erhält und dann nach einem Monat mal berichtet, wie es euch geht mit dem Kügelchen. Aber hier hört es noch nicht auf. Nein, es wird sogar noch wilder. Denn falls ihr es nicht wusstet, wie denn auch? Woher sollt ihr das wissen? Wasser hat angeblich ein Gedächtnis. Wasser soll Informationen speichern können und je nachdem, wie ihr mit dem Wasser umgeht, kann es sich verändern. Wasser hat die Eigenschaft, Informationen zu speichern. Das kannst du auch ganz normal mit deinen Worten sogar testen. Du kannst auf ein Glas Wasser nehmen und mit positiver Frequenz, also wenn du positive Ausstrahlung hast, ist ja auch eine Frequenz, gute Worte sprichst. Das Wasser ändert sogar seine Molekülstruktur. Es gibt sogar einen Test, das kriegt überall einzeln, YouTube, Google, überall. Das ist jetzt nicht von mir eine Story, die ich erfunden habe. Leute, lasst Sarah bloß nicht wissen, dass in der Toilette auch Wasser ist. Was soll denn das Wasser von Sarah halten? Hierbei schlüsselt Professor Schwurbelstein das Ganze mal ein wenig auf. Sie bezieht sich hier auf einen Versuch eines japanischen Parawissenschaftlers, der sich Anfang der 90er Jahre mit dem Element Wasser beschäftigte. Laut seiner Theorie soll Wasser Gedanken und Gefühle aufnehmen und speichern können. So beschallte er Wasser unter anderem mit klassischer Musik und mit Heavy Metal. Danach fror er das Wasser ein und fotografierte die Eiskristalle. Das Wasser, welches mit klassischer Musik bestrahlt wurde, bildete wesentlich schönere Kristalle als das, welches mit Heavy Metal bombardiert wurde. Das Ganze machte er auch mit Worten und Gefühlen. Das Wasser, dem gut zugesprochen wurde, es hat wunderschöne Kristalle gebildet. Und das Wasser, dem man gesagt hat, dass man es hasst, dass es schuld sei und dass es hässlich ist. Tja, ratet mal, was passiert ist. Es ist von der Klippe gesprungen. Ich weiß!
Nee, das hat ganz hässliche Kristalle gebildet. Das ist ja krass, ne? Das Problem ist, es ist weder wissenschaftlich haltbar, noch wissenschaftlich nachvollziehbar, noch wurde es unter wissenschaftlichen Bedingungen ausgeführt. Und dennoch gibt es Leute wie Zara's Secret, die diesen Mythos verbreiten und sagen, dass Wasser ein Gedächtnis haben soll. Nicht nur das, sie instrumentalisieren. Sowas zu behaupten ist ja eine Sache, aber dann wirklich so ein Produkt rauszubringen für 300 Euro. Für so ein paar kleine Minikügelchen, die du dir ins Wasser tust. Ich frage mich wirklich, wie viele sich das gekauft haben. Ich komme darauf immer noch nicht klar. Diese Theorie ebenfalls für ihre Werbung. Was denn noch? Das zieht sich durch ihre ganzen Aussagen. Man findet keine seriösen Quellen. Stattdessen wird es sogar richtig absurd. Sie redet davon, dass Leute gestorben sind dafür. Und warum, wieso, weshalb? Das müssen wir die Geschichte und die Familiengeschichte dahinter kennen und den Typen, der da ermordet wurde. Das ist alles erstmal irrelevant. Mehr werde ich nicht dazu erzählen. Ich kann das nicht mehr. Aber Hauptsache Einstein wird zitiert. Wenn Zara so gerne Zitate von Einstein macht, dann soll sie sich doch bitte eine Tasse holen. Aber bitte hör doch mal auf, das ständig im Internet zu verwenden. Aber warum darf denn eigentlich Zara nichts zu der Wirkung sagen? Ohne über irgendwelche Sachen bezüglich der Wirkung zu sprechen, weil das darf ich einfach nicht. Nun ja, das Ganze wären faktisch gesehen Heilversprechen. Warum sollte ich jemand etwas kaufen, wovon er nicht mal weiß, was das letztendlich bringt? Das ist gesetzlich nicht erlaubt, denn das ist nicht belegt. Aber dann wäre doch Homöopathie an sich auch nicht erlaubt. Das heißt, so ganz der Wahrheit kann das ja auch nicht entsprechen. Natürlich dürfte sie solche Begriffe wie unterstützend benutzen. Es gibt da bestimmte Grauzonen, weshalb auch Homöopathie nicht verboten ist. Verboten! Und in diesem Reel hat es ihr anscheinend auch nichts ausgemacht, diese Frequenzen als heilend zu betiteln. Warum kann sie also hier auf einmal nicht über die Wirkung reden? Nicht über diese super moderne Technologie und auch nicht darüber, wie das funktioniert. Nirgendwo gibt es diese Technologie in dieser Frequenz. Gibt es nicht. Kann es sein, dass diese Glaskugeln oder diese Frequenzen bis zu 35.000 Jahre halten sollen? Diese 15 halten lebenslang. Ab dem Moment, wo ihr die benutzt, müsst ihr nie wieder neue kaufen, nachbestellen, nichts. Sie verlieren nicht ihre... Es reicht ja, wenn die Follower das nur einmal kaufen bei 300 Euro, da sind die alle pleite. Und sind wir mal ehrlich, wenn sie ihre Follower alle einmal kaufen, da hat sie dreimal ausgesorgt. Sie verlieren erst ihre Wirkung nach 35.000 Jahren. Aber wenn man das Ganze nicht verspiegelt, dann sollen sie ihre Wirkung innerhalb von wenigen Stunden auf einmal verlieren? Bei so einer Plastikflasche oder generell durchsichtigen Flasche könnte nach ein paar Stunden der Effekt nicht so sein. Wie passt das alles zusammen und wie erklärt man sich einen Preis von fast 300 Euro? Fragen, die ich ihrem Management als auch ihrer Firma zugeschickt habe, aber leider keine Antwort erhalten habe. Natürlich machen sie sich niemals die Mühe, uns anzurufen oder uns eine E-Mail zu schreiben und erst einmal ein bisschen um die Ecke zu denken und zu sagen, okay, warte mal, als ob sich Menschen trauen würden, Glas für 300 Euro zu verkaufen. Und ehrlich gesagt frage ich mich, ob ich diese Quelle schlecht gealtert überhaupt sehen möchte. Am Ende sitzt sie vielleicht wieder am Flughafen und zitiert Albert Einstein und das ertrage ich nicht nochmal. Aber was ist eigentlich das Problem? Ja, es ist witzig. Zara's Secret erzählt mal wieder was, sie vertreibt mal wieder was und wir versuchen es logisch einzuordnen und zu verstehen. Und einige von euch werden sich vielleicht denken, ja, aber wer glaubt das denn? Warum sollte man einer Person glauben, die schon in der Vergangenheit gelogen hat? Die Leute können doch logisch denken. Warum sollten sie sich Kugeln kaufen, dessen Wirkung wir nicht genau kennen, wir auch nicht wissen, was genau drin ist und wir uns die Frage stellen müssen, warum es überhaupt 300 Euro kostet? Tja, Zuschauerschaft. In den Kommentaren findet man tatsächlich diverse Leute, die davon berichten, dass sie sich diese Kugeln bestellt haben und gespannt darauf sind. Als ob, das sind doch safe irgendwelche Freunde von ihr. Postete sie regelmäßig Rezensionen von diesen Menschen, die zu diesem Heiler gegangen sind und gesagt haben, dass sie dieses Wasser getrunken haben mit diesen Kugeln und dass es ihnen auf einmal viel, viel besser geht. Aber wie genau das funktioniert, das kann sie nicht sagen, weil Leute könnten Screenshots machen. Leute haben schon Screenshots gemacht. Okay, du hast hier dick und fett Wirkungen geschrieben. Sie verlieren nicht ihre Wirkung. Sie verlieren erst ihre Wirkung nach 35.000 Jahren. Du brauchst jetzt hier nicht so einen auf schlau tun, okay? Du kannst den Leuten sagen, dass das Ding 300 Euro kostet und dass es eine Special-Technologie ist. Aber was das für eine Wirkung haben soll, kannst du natürlich nicht sagen, ne? Das geht natürlich zu weit.
Die Gefahr ist groß, dass Menschen diese alternativen Produkte und Methoden nutzen für Krankheiten. Statt zum Arzt zu gehen, geht man vielleicht zum Heilpraktiker, die eigentlich offiziell gar nicht als Ärzte anerkannt sind. Vielleicht verschreiben sie dir Kügelchen im Wasser, die dein Leben irgendwie verbessern sollen, aber irgendwie die Wirkung nicht richtig bekannt ist. Auch wenn das Ganze fragwürdig und teilweise lustig klingt, gibt es anscheinend doch genug Menschen, die sich das Ganze bestellt haben und auf die Antwort. Ey, Menschen bestellen sich auch wirklich alles. Wirklich, ich zweifle an der Menschheit, wenn man sich jetzt für 300 Euro diese Kugeln bestellt und wirklich auf eine Wirkung hofft, obwohl man nicht einmal weiß, was da drin ist, was für eine Technologie das sein soll. Also, dass man da Leuten blind glaubt, vor allem Influencer. Bro, Influencer sind die größten Faker. Hier wird mit unwissenschaftlichen Quellen und Sätzen um sich geworfen und die Leute bestellen das. Wenn das doch so revolutionär ist, liebe Zara, warum sollte es denn ausgerechnet nur du von dieser geheimnisvollen Technologie wissen? Du schaffst es nicht mal, Infos richtig wiederzugeben. Und die schwören auf diese Wunderheilpflanze mit Phytoplankton. Also ich vermute, dass da Phytoplankton gemeint wird. Für diese Kügelchen, diese Technologie, müsste man doch eigentlich den Nobelpreis bekommen. Jetzt mal ehrlich. Weil das ist ja krank. Wenn man dafür sogar Albert Einstein zitiert, dann muss das ja wirklich krass sein. Tara's Secret spricht ja von einem Produkt, das nur sie vertreiben sollen. Nirgendwo gibt es diese Technologie in dieser Frequenz. Gibt es... Ja, Freunde, die letzten 1,5 Minuten kann ich mir wirklich nicht mehr geben. Ich kann wirklich nicht verstehen, wie Menschen sich diese Kugeln kaufen können. Ich würde es persönlich nicht tun. Naja, wie auch immer, schreibt mal in die Kommentare, ob ihr euch wünscht, dass wir ein Hauptkanalvideo dazu machen. Like das Video, damit würdet ihr mich supporten. Und ganz wichtig, abonniert diesen Kanal. Danke fürs Zuschauen, bleibt gesund und besorgt euch die Kugeln.